bin Sebastian Hahn und ich absolviere das duale Studium Bauingenieurwesen an der HWR Berlin. Das Klima hier bei uns ist sehr entspannt. Wir haben eher kleine Gruppen und es sind doch immer die gleichen Leute. Also nicht, wie man sich es von anderen großen Universitäten vorstellt, dass du dann da eine Mathe-Vorlesung mit 200 Leuten hast. Dementsprechend hat man auch ein viel besseres Verhältnis zu den Profs. Du kannst viel einfacher irgendwelche Praxisbeispiele anwenden und du hast auch Zeit nachzufragen. Wir haben eine bessere Anwendung, zum Beispiel in Laboren oder Ähnlichen. Wir machen manchmal Exkursionen zum Beispiel zu Baustellen, um halt die Praxisbezüge besser herstellen zu können, und gerade das gefällt mir am dualen Studium. Das Schöne beim Bauingenieurberuf ist, dass man eben immer wieder mit neuen Projekten in Berührung kommt, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung. Und jedes unserer Projekte ist ein Unikat. Also keine Brücke sieht genauso aus wie die andere. Jeder Hochbau sieht anders aus, bei Infrastrukturproblemen sowieso. Das heißt also, sie sind immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und wenn man dann eben auch vor Ort ist, also in der Landschaft, in der städtebaulichen Umgebung oder wie auch immer, und das dann vor Ort umsetzen muss, dann muss man mit so vielen anderen Disziplinen interagieren, ja, dass es total spannend ist, weil sie eben immer wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen, auch außerhalb des eigenen Unternehmens, also mit ganz unterschiedlichen Facetten konfrontiert werden. Und in dieser Vielfalt ist dieser Beruf, glaube ich, schon ziemlich einzigartig. Also meine Praxisphasen absolviere ich bei der DB Netz AG und ich bin zurzeit im Projektmanagement. Das heißt, wir begleiten quasi die Bauprojekte von Beginn an, von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Und ja, wir sind quasi das Bindeglied zwischen all den ausführenden Firmen. Ich persönlich nehme oft an Beratungen teil, an Baubesprechungen. Diese sind entweder online oder halt vor Ort. Und es ist halt wirklich schön, wenn man dann auch selbst vor Ort ist, um zu gucken, was die Baustelle für einen Fortschritt annimmt und was du wirklich sehen kannst. Und teilweise siehst du dann auch Sachen, die du dann in der Theorie gelernt hast, die dann wirklich so in der Praxis angewandt werden. Und das ist dann immer wirklich ein schönes Gefühl.